Es geht weiter mit meinem Nuzlocke zu Pokémon Feuerrote Edition. Und ich habe nochmal fleißig etwas trainiert, auch wenn man das von wahrscheinlich nicht mehr sieht, weil ich das kaum noch hochlade. Auf jeden Fall, Axel ist nur noch auf Level 30. Diktort hat Level 20 erreicht und hat dabei Schaufler gelernt. Raupa ist auf Level 25. Mauzi habe ich auf Level 20 gebracht. Das Mauzi ohne Spitznamen, weil ich den versehentlich weggeklickt habe. Und Kretzel Level 24. Ich werde das mal dick dort vorne lassen, weil ich möchte jetzt gerne noch größtenteils trainieren für die nächste Arena. Und, oh, wir können jetzt auch das Fahrrad holen. Ja, obwohl, das brauchen wir jetzt gerade noch nicht so dringend. Wir kommen eh nochmal bei Zuria City vorbei. Ich habe mir überlegt, für diesen Part gehen wir auf Route 11 und werden dort noch ein bisschen trainieren. Und danach will die MS Anne anstehen. Aufwecker! Und ich habe auch durch Mitnahme, dank Mauzi, habe ich viele coole Items bekommen. Und was willst du denn zum Beispiel? Ja, ich habe Lust, mit dir zu kämpfen. Ich mag kämpfen. Und ja, er setzt Rattan ein. Das ist eigentlich perfekt für uns als Rot-Pokémon. Ja, nice. Ja, okay, mit Roa ist natürlich blöd, aber das würden wir wahrscheinlich trotzdem überleben. Ich mach jetzt einfach mal Schaufler, weil geile Attacke und so. Schaufler ist geil. Nicht so geil wie Erdbeben, aber trotzdem geil. Okay, ich dachte, das hätte ein bisschen mehr angerichtet. Na gut. Na gut. Ach so, mir fällt gerade ein, wir kriegen doch auch hier noch neues Pokémon. Natürlich. Und ich habe überlegt, in Orania City werden wir dann gleich auch nochmal angeln gehen, dass wir uns noch einen Karpador holen und machen natürlich dann einen Gyarados draus. Und das heißt, wir haben wieder ein gutes Arsenal. Muss ich nur gucken, was ich dann dafür als erstes an das Team nehme. Ich würde sagen, ich mache es davon abhängig, was ich hier fange. Also, es sieht wieder gut aus mit uns. Ich bin auch ein bisschen überlevelt, vor allem mit Axel. Und Maronbeere kriegen wir. Ich habe auch einiges an Beeren bekommen, die kann ich dann auch mal verteilen. So, Mitnahme ist schon geil. Ich habe sogar Nugget gefunden dadurch. Und Kraftreserve bekam ich ja auch schon. Und Habitax ist unser nächstes Pokémon. So, Route 11. So. Sehr schön. Ich wollte ja eh noch gerne ein Flug-Pokémon haben. Und Habitax ziehe ich auch vor Taubsi. Das freut mich. Ich wollte jetzt auch nicht bis Aerodactyl warten, bis wir mal ein Flug-Pokémon bekommen. Das passt ja gut. Und... Ach, nein, nicht Pokémon. Ich glaube, ich habe ja nur Pokébälle gehabt bisher. Sind mal wieder ein paar Tage vergangen seit der letzten Aufnahme. Aber na gut, über das Aufnehmen an sich habe ich in letzter Zeit schon viel gesprochen. Ich glaube, man weiß mittlerweile, wie es sich immer so abspielt. Aber ich finde, das ist einfach ein gutes Thema. So, vor allem als Let's Player selbst redet man einfach mal gern so über Let's Plays eben oder über YouTube und sowas. Weil man hat einfach mal viel damit zu tun. Es liegt geschäftig umher. Ich habe das mal geschäftlich gelesen. Ich stelle mir gerade dieses Habitag jetzt in so einen Anzug vor, wie es dann geschäftlich umherfliegt. Da habe ich jetzt auch schon einen Spitznamen für den. Auch wenn es schwach scheint, kann es ein starker Gegner sein, der Spiegeltrick einsetzt. Naja, okay, Spiegeltrick ist nicht die geilste Attacke. Okay, es ist weiblich. Weil irgendwas ein Anzug drin. Jawohl. Eine Frau trägt jetzt keinen Anzug so unbedingt. Geschäftsfrau oder sowas passt jetzt nicht rein. Habitag ist unsere Kauffrau. So. Das muss ich jetzt einfach so festhalten wegen diesem Lesefehler. Ja, es fliegt geschäftig umher. Okay, gut. Sehr schön. Was kann es denn so? So, Adlerauge. Ja, okay. Ist okay. Gibt's auch nichts aber Besseres. Schnabel, Ohr und Furienschlag. Wer ist jetzt Mystery Dungeon, werden wir allmächtig. Okay. Es ist nur die Frage, schmeiße ich irgendwas aus dem Team, wenn ich mir jetzt noch Karpador reinmachen will? Weil ich würde es auf Level 20 trainieren, dann hätten wir einfach mal einen Gyarados. Wie gesagt, ich glaube, Gyarados ist in dieser Generation gar nicht mal so gut. Aber gut, wir haben halt damit ein gutes Wasser-Pokémon. Auch wenn es uns in der Elektro-Arena gar nichts bringen würde. Danach kommt eine Pflanzen-Arena, da wird es uns auch nicht viel bringen. Da werden wir wahrscheinlich dann Axel und jetzt eben die Kauffrau dann viel machen lassen. Ja, aber so danach, das konnte uns helfen, dann hätten wir auch was zum Surfen. Ja komm, ich angel mir mal kurz ein Pokémon. In der Stadt habe ich ja eh noch nichts gefangen. Das passt schon. So, wie war das überhaupt nochmal in dieser Edition?
Nicht mal ein kleines Knabbern. Na, okay. Ich weiß noch, in der dritten Generation, auch in Oras, war das ja immer so ein bisschen nervig mit dem Angeln. Muss man mal schnelle Reflexe haben. Weil ich glaube, hier muss man echt einfach nur warten und dann nur einmal A drücken, wenn es dann da ist. Vielleicht soll ich auch lieber auf dem Steg angeln. Das Pokémon am Haken. Gut, unser Pokémon für Orania City ist, wie schon gesagt, Carpador. Level 5 ist das erst. Oh. Oh. Ich muss aufpassen, dass es unsere Raupe nicht killt. Denn da hat es so eine Attacke, die so mächtig ist. Die alles zerstören kann. Ich drücke mal gerade gut Orania City raus. So. Sehr schön. Was? Es befreit sich direkt. Wow. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das hätte eine ziemlich hohe Fangrate. Na gut, dann schläfern wir dich mal kurz ein. Boah, wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass das Schlafruder so oft trifft. Ich glaube, die Chance ist ja wirklich bei 95% oder 97% oder sowas. Also, da kann ich nicht drüber meckern. So, geh rein. So, sehr schön. Es ist schon wieder weiblich. Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses ist das schwächste und erbärmlichste Pokémon der Welt. Das schwächste. Nicht das Beste, das schwächste. Okay, wie nennen wir dich? Oh, das passt nicht rein. Ich sag's jetzt einfach mal so, wie es leider immer ist. Ich mag ja Carpador, vor allem, was sich ja zu Gyarados eben entwickelt. Ich nenne es jetzt einfach mal Opfer. Ich meine jetzt nicht die Beleidigung, ey du Opfer, ey Junge, Bruder, Digga. Also so nicht diesen Team Rocket Slang. Ich meine jetzt tatsächlich Opfer, also das Richtige, dass es eben ja immer so schlecht dargestellt wird. So, das war eine Blitzheilung, erneut. Gut, auf jeden Fall, dann gehen wir jetzt auf Route 12 noch ein bisschen weiter und trainieren dann dort. Ja, Kaufrau haben wir jetzt, sehr schön. Werde ich aber wieder offscreen trainieren. Gut, das passt dann ja alles. Oh, ein Opa! Versuch dein Glück gegen mich! Ach, das ist ein Spieler, okay. Stimmt, die gab es ja auch noch in dieser Edition, die Spieler. Oh, da wechsle ich lieber aus. Ich hätte noch gerne ein neues Pflanzen- oder Elektro-Pokémon. Zapdos würde sich noch anbieten, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt fangen können würde, tun. Und Zapdos kriegen wir auch noch nicht so schnell. Lavados wird auch etwas schwer sein zu fangen, weil das war nämlich eine Riesenroute. Da müsste ich dann ganz viel Schutz einsetzen. Eigentlich bei allen Vögeln, weil die überall da sind, wo viele Pokémon sind. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall eine Sache, die mir auch so ein bisschen durch den Kopf schwebt, die habe ich auch schon mal in einem Stream etwas angesprochen. Im Moment ist ja viel über NX berichtet und sowas, weil es wurde ja bekannt gegeben, die kommt ja im März 2017 raus und das New Zelda wird wahrscheinlich auch kurz vorher oder vielleicht zeitgleich am selben Tag dann erscheinen. Oh, das ist ja schon ziemlich durch die Medien durchgegangen, vor allem durchs Internet, bei den Fans, überall. Muss ich leider oft erwähnen, dass dann irgendwelche, kann ich auch nicht haben, dann irgendwelche Gaming-News-Seiten. Na gut, die wollen auch nur Geld machen, die wollen, dass die Werbung geklickt wird, aber nee. Auf jeden Fall, da sieht man auch manchmal sowas. Dann sind schon 3 Tage seit der News vergangen und die haben schon zweimal mit verschiedenen Titeln mit demselben Bericht praktisch berichtet. Und dann hatte ich mich nach 3, 4 Tagen, dann war noch so, oh, krasse neue News von Nintendo. Und dann ist es noch dasselbe. Ja, NX erscheint im März. Ja. Ja, auf jeden Fall ist nicht das Thema. Wollte nur mal so ein bisschen die News-Seiten damit kritisieren. Dass man das, wenn dann, doch lieber nur machen sollte, wenn dann neue Infos auch da sind. Und nicht mit einer Info, die schon Tage alt ist und wahrscheinlich schon mal vorher mitgeworben wurde, einfach nochmal neu aufzulegen. Muss nicht sein. Ja, auf jeden Fall, ich finde es
ich finde das Release-Datum ganz okay, muss ich sagen. Ich fand jetzt 2016, hätte es nicht sein müssen, oder wenn eben zum Wintergeschäft. Ja, okay, aber ich finde März ist sehr passend. Magneton, oh. Machen wir aber problemlos fertig. Fahr zur Hölle. Also ich muss sagen, über ein X, ja, ich hoffe nur, dass so die ganzen Gerüchte stimmen. Ich verlasse mich nicht auf Gerüchte, ich habe auch noch nie über welche berichtet, weil bringt einfach nichts. Man kann nur über die diskutieren, aber eigentlich bringt das auch nichts. Man kann nur Sachen hoffen und sowas. So, und Kratzfurie haben wir jetzt hier. Dann mache ich Sandwirbel weg. Haben wir zwei gute Normalattacken, zwei Stahlattacken. Ist ja noch so eine Steinattacke wie Steinhagel, geil. So, sehr gut. Ansonsten kann ich Mauzi noch nach vorne legen. Dass wir so alle gleichzeitig sonst trainiert bekommen. Die Kauffrau möchte ich noch separat erstmal trainieren, dass ich die auch so auf ein gewisses Level bringe. Er hat erst angefangen, Pokémon zu trainieren, okay. Das andere ist Level 19, das kannst du mir nicht erzählen. Ich hoffe nur, wir sind schon stark genug mit Mauzi. Oh! Mauzi ist ja echt kacke. Aber dafür, wenn es sich zu Snobilikard weiterentwickelt, dann ist es ziemlich mächtig, denn da kannst du einige Attacken erlernen. Es kann verdammt viele spezielle Attacken erlernen. Es kann jetzt alles Spukball, Psychokinese, Donnerblitz. Es kann fast alles lernen. Also dem werden wir auf jeden Fall ganz viele geile TMs geben. Aber allgemein ist unser Team gerade wirklich gut aufgebaut. Wie gesagt, ich würde noch irgendwas so gegen Wasser-Pokémon noch vermissen. So irgendwie ein Elektro-Pokémon oder ein Pflanzen-Pokémon. Da hatten wir leider Mirapla, aber es muss ja von uns gehen. Aber es hat wirklich beinahe das Dami besiegt. Das hat praktisch am meisten was erreicht, auch in der Arena. Ich hasse schwache Pokémon! Ja, dann pack dir mal in die eigene Nase. Ach, Moment! War das nicht der... Sollte das nicht eine Anspielung an diesen Typ sein aus der ersten Pokémon-Staffel? Da gab es auch mal so eine Folge. Stimmt, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, aber ist mir gerade egal. Da gab es auch diesen einen Typen, der hat doch so einen Sandan so künstlich trainiert. Und das hat ja so gezwungen praktisch die ganze Zeit, dass es kämpfen soll. Stimmt, es hat ja eben so einen Kampfanzug gehabt und so Sachen. Da gab es sogar eine Anlehnung an den Typen. Und genau, der wollte ja irgendwie 100 Siege in Folge haben und Ash wäre ja der 100. Sieg gewesen. Oh, Volltreffer. Ja, macht aber nichts. Zaltag! Genau, und Ash hat den dann, glaube ich, dann aber besiegt und sowas. Und dann hat er es aber irgendwie so ein bisschen eingesehen. Ah, ich sollte meine Pokémon besser behandeln, wenn ich stärker werden will. Irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das war der Typ. Eindeutig. Nicht vergiften. Ich habe mal so ein bisschen Angst vor Giftstachel, dass es mich vergiftet. Ja, auf jeden Fall über NX freue ich mich wirklich sehr. Es gibt ja so diese ganzen Gerüchte, so, oh, das soll den und den Controller haben, weil wirklich das und das Patent angemeldet wurde. Kann man aber schwer sagen. Nintendo ist so undurchschaubar. Leider manchmal auch im negativen Sinne. Weil manchmal machen die auch irgendwas, was total kontraproduktiv ist. Und das weiß wirklich jeder, dass es kontraproduktiv ist. Zum Beispiel verstehe ich jetzt auch nicht, was wollen die jetzt auf der E3 zeigen. Die sagen ja, die wollen ja nichts über NX sagen. Und die wollen ja im Vordergrund das Zelda-View stellen. Und na gut, ich denke mal, NX wird dann einfach in einer großen Direct dann gezeigt. Ich finde es immer mal ein bisschen blöd und verstehe es auch nicht so ganz, warum Nintendo sich so wenig für die E3 interessiert. Weil es ist eben so die große Messe, da gibt man eben alles bekannt. Na gut, Nintendo war schon immer anders. Und das zahlt sich auch mal so ein bisschen aus. Die wollen ja auch anders sein als die anderen Firmen. Die anderen Konkurrenten und so. Aber ich denke, ich persönlich würde denken, das wäre das Schlauste, was sie machen könnten. Das wirklich Schlauste. Dass sie vielleicht kurz vor der E3 eine Direct machen, in der sie NX vorstellen. In dem sie sagen, wie die Konsole sein wird. Die müssen ja noch nichts über Spiele sagen. Wäre sogar vielleicht sogar schlau, wenn die noch nichts über die Spiele sagen. Dass sie wirklich nur die Konsole an sich vorstellen. Was sie kann, was sie für eine Leistung hat, wie sie aussieht und wie das Gamepad sein wird und was nicht alles. Und dann auf der E3 stellen sie dann die ganzen Spiele dafür vor. Und natürlich sollte man... Also ich würde es echt erwarten, das müssen die auch.
dass sie... Hä? Hatte Mausi eine Maronbeere aufgehoben? Ja, geil. Cool. Was ein geiler Zufall. Also, dass sie eben das schon vorher vorgestellt haben, na Direct oder so. Oder in irgendeiner Konferenz, was auch immer. Und dann auf der E3 hauen sie dann die ganzen Spiele raus. Die, wie gesagt, wo man erwarten kann, dass sie da schon einige Release-Titel für schon entwickeln. Oder vielleicht schon kurz vor der Fertigstellung sind. Die müssen doch irgendwas, die müssen irgendwas mit Release raushauen. Das war ja das, woran die Wii U eben scheiterte. Dass eben nur so wenig rauskam. Auch die Drittanbieter, die haben dann auch kaum noch was entwickelt dafür. Dann hat man lieber, ja, wenn nur im eShop was gebracht. Oder wenn eben dann mehr für PC oder die Konkurrenten. Und das hat eben so das Genick gebrochen, dass es da so langsam ging. Was hatte man am Anfang? Man hatte... Man hatte Wii... Nee, Wii Party U, war das nicht Wii... Wii U Play, oder wie das hieß, auf jeden Fall das Spiel, das es immer dazu gab am Anfang. Und New Super Mario Bros. U. Und ja, man hatte aber kurz davor noch New Super Mario Bros. 2 gehabt, das jetzt auch nicht unbedingt das beste Mario Bros. War. Und da war man so ein bisschen übersättigt und lang, und das war ja noch 3D Land und überlegen, dann war... Aber so mit Mario war dann da so viel so drumrum. Ich glaube, da kam auch gerade Dream Team Bros. Raus. Da hat man, glaube ich, einfach genug gehabt von Mario. Und ja, na gut, dann hat man so nach und nach dann alles rausgebracht. Also die Spiele, die auch für die Wii U rauskamen, die finde ich auch wirklich gut. Also ich habe den Kauf der Wii U nicht bereut. Aber jetzt eben vor allem andere. Jetzt, na gut, ich zähle mich jetzt auch persönlich jetzt mehr als ein großer Nintendo-Fan eben. Aber es ist einfach so, Wii U ist praktisch nur so eine Konsole für Hardcore-Nintendo-Fans geworden, muss man leider sagen. Jetzt welche, die jetzt sich nur so für einzelne Spiele da interessiert haben, die werden sie ja nicht geholt haben, weil das wäre ja für die zu verschwenden, die sagen, ja, nicht für das eine Spiel, da hole ich mir lieber PS4 zum Beispiel. Und deswegen muss man unbedingt mit irgendwas werben, irgendwas richtig krassen. Na gut, man hat jetzt zum Beispiel das Zelda Wii U. Da muss man jetzt aber zum Beispiel auch sagen, und das muss ich sagen, finde ich schwierig. Das war jetzt auch das eigentliche Thema, worauf ich kommen wollte. Nämlich, dass ich finde, dass Zelda Wii U auf NX kommt. Ob das gut ist oder schlecht. An sich ist es natürlich das Beste, was Nintendo im Moment hätte machen können. Es eben auch für die NX rausbringen, weil es wird jetzt so oft verschoben. Und wenn jetzt schon NX rauskommt, bringt es ja nicht noch, nochmal was für die Wii U rauszubringen. Aber was ich nur so ein bisschen blöd finde, es wurde schon zu Beginn der Wii U mit einem krassen Zelda Wii U geworben. Wurde schon gesagt, oh, wir bringen voll das krasse Zelda Wii U raus, weiß nicht, 2015 ist es da und dann selbst 2015 wurde es nochmal verschoben und immer noch nichts gezeigt und sowas. Na gut, ich finde es ja auch okay, dass man es verschiebt, weil vielleicht gab es dann doch noch Macken an dem Spiel und dann lieber ein Spiel verschieben und das dann letztendlich gut ist, als es dann... unvollständig rauszubringen und dann die ganzen Bugfixes als DLC anzubieten. Ne? Oder irgendwie so die ganzen Zusatzinhalte, die eigentlich schon standardmäßig hätten drin sein sollen. Beziehungsweise jetzt Bugfixes jetzt nicht als DLC, aber es fühlt sich manchmal so an. Ja, ich glaube, ich habe hier schlechte Karten. Afukano wäre auch cool. Tut mich nicht. Ja, okay. Gut, ich wechsle nochmal zu Diktoart. Diktoart ist ja echt hilfreich, muss ich sagen, auf der Route. Also der wird auf jeden Fall auch die dritte Arena raiden, ohne Probleme. Vor allem ist auch noch so schön schnell. Ah, das ist so cool, das Pokémon. Ja, auf jeden Fall das Problem ist, viele haben ja das Zelda Wii U auch als Kaufgrund für eine Wii U genommen. Ja gut, das kann man natürlich auch sagen, ja, ist man selbst schuld, wenn man das mal schon so voreilig kauft und so. Vielleicht hätte ich natürlich auch einfach warten können, bis es dann ernsthaft richtig angekündigt wird. Oder erst kurz vorher, oder man kauft es dann mit dem Zelda zusammen. Aber es war eben, das war so dieses Werbungstechnische, es war einfach so ein falsches Versprechen irgendwie. Na gut, wie gesagt, jetzt kommt es ja für die Wii U, aber eben nicht nur für die Wii U, das ist eben kein Exklusivtitel. Weil jetzt die eben an sich unzufrieden mit der Wii U waren, weil eben so wenig Spiele rauskamen. Und das sind ja auch meistens ja die jetzt große Hoffnungen in NX jetzt auch setzen. Die hätten jetzt dann ja einfach die NX geholt und gar nicht erst die Wii U. Nur, wie gesagt, jetzt waren jetzt eben Zelda als einer der Hauptgründe nehmen, weil...
Man hat einfach an einem Zelda-Spiel einfach immer große Erwartungen, weil die sind halt immer geil. Und wie gesagt, das ist halt so ein bisschen fragwürdig. Also ich finde es okay, dass man, wie gesagt, das NX jetzt im Frühjahr 2017 rausbringt. Ist okay, ist langsam auch alles so. Vor allem bei Nintendo hat ja auch ziemlich früh ja auch schon die Wii U rausgebracht. Ist langsam auch okay für die neue Konsolengeneration. Also wie gesagt, also ich habe nichts gegen das Release-Datum. Oh. Ist jetzt nur die Frage, und ich hoffe es einfach nur, dass die es eben jetzt auch einen schmackhaft haben, sich die Konsole zu holen auch. Oh, scheiße. Kann der mal aufhören, Ultraschall einzusetzen? Dann nehme ich Axel, der hält ja einiges aus, da kann ich ein paar Feuerattacken machen. Weil ich habe jetzt Angst, dass das Voltoball nachher schneller ist als ich und dann stehe ich da. So, na gut, der haut alles klein. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich finde, das ist auch von Nintendo-Seite einfach das Beste, was sie machen können. Aber, ja. Das Hauptproblem war einfach, dass das Zelda-Video so mega oft verschoben wurde. Es wurde ja, glaube ich, wurde nicht dafür geworben, dass es ursprünglich sogar 2015 schon erscheinen sollte oder so. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr so genau alles. Auf jeden Fall, es wurde halt immer wieder aufgeschoben und jetzt ist ja auch noch, jetzt kommt ja auch Pokémon zu Pokémon nichts. Also wie gesagt, es kommt eben, achso, ich glaube, wir haben schon alle durch hier. Trifft sich ganz gut, weil jetzt ist der Part nämlich auch wieder vorbei. Sind es einfach allgemein. Also ich frage mich, was zeigen die dann auf der E3 dann noch? Für ein 3DS vielleicht noch einiges. Wie gesagt, es wäre das Schlauste, wenn sie dann die NX vorher vorstellen, weil die sagten ja nur auf der E3 werden die ja nicht zur NX zeigen, also zur Konsole. Das wäre jetzt eben das Schlauste, wenn die dann eben noch so ein paar Spiele da schon mal vorstellen würden oder zumindest anteasern oder so. Nur die sollen natürlich dann auch möglichst früh erscheinen. Und man sollte dann wirklich dann mehr als einen Release-Titel dann haben, wenn die Konsole raus ist. Weiß nicht, 3, 4, 5 oder so, das wäre das Beste. Man muss da echt vorsorgen, vor allem weil insgesamt jetzt eben nicht so viel erschienen ist. Aber na gut, wir können ja gerne sagen, was ihr dazu so meint. Ich werde jetzt erstmal wieder ein bisschen Offscreen-Training machen. Ich werde Mauzi ein bisschen trainieren, weil ich habe das Gefühl, das kann kaum was ausrichten im Moment. Dicta werde ich noch öfter im Kampf einsetzen, bin ich ganz zufrieden mit dem Moment. Und ansonsten werde ich dann die Kauffrau noch etwas trainieren, dass sie dann einsatzfähig ist für den nächsten Part, wenn wir dann zur MS Anne gehen. Na gut, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und bis dann.